Nur das Innen, oder? Nicht das Außen hier. Aber das ist das Lager. Ich glaube, der Tempel ist nur das Innere. Schätze ich mal. Komm, mit dem Quatsch, mit dem Typen kommst. Was labert der eigentlich da? Krone. Wie das Zepter durchaus amüsiert, macht er Drogen, Kotelett aus dem Wirt, was ist der? Hahaha. Das Gasthaus verbannt, gefangen so viel wie die Goblins. Hoch die Humpen und leert sie mit Stolz. Aha. Ich kenne diese Sprache nicht, bravo. Buh, runter von der Bühne. Ihm deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Ich kenne diese Sprache nicht. Geheimsprache. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt? Dor Gatslin, ihr habt ihn kaputt gemacht. Sind die sauer auf uns? Wir beten. Rettet Volo. Okay, noch eine Quest bekommen jetzt auf einmal. Ich heiße Gribu, Idiot. Scheiße, wir sind hier von einem ins andere kommen hier hin. Rettet Volo hier. Die Goblins zwangen Volo zu einer Darbietung, dann führte ihn eine Wache ins Leere des Lagers. Er benötigt offensichtlich Hilfe. Ja, dann quatsch doch mit uns. Was ist eigentlich mit ihm? Wo geht der denn hin? Komm, wir folgen dem mal, keine Ahnung. Oh, der wird zu dem Gefangenen. Ist auf jeden Fall ganz viele Wachen hier. Ach nee, der wird eskortiert, oder? Der wird ins Gefängnis geworfen. Ich muss mit ihr sprechen. Lass meine Taube in Ruhe, sie gehört mir. Verstehe, was habt ihr mit dieser Taube vor? Keep him safe. Auf sie aufpassen, ihm beim Knurren zuhören, bis ich Hunger kriege. Was geht euch das an? Ich finde es furchtbar, so eine niedliche Kreatur im Käfig zu sehen. Niedliche, ja, okay. Ach, das macht ihm nichts. Er spart ihm meine Kumpels. Raubzüge machen sie tollwütig. Fang doch selbst eine. Das Mal glüht, du spürst keine Antwort. Du musst dich herausruhen, um neue Elitenkräfte. Okay, wir müssen mal gleich ins Ausruhen, echt, ja. Okay, was machen wir mit dem? Das ist cool, was mir alles machen kann, ey. Ich finde, die sind am besten. Wie viel wollt ihr für ihn? Täuschen. Kreatur sieht schwach aus, krank sogar. Sie wird hier nicht lange leben. Einschüchtern. Schluss mit dem Gequatsche. Käfig aufmachen, sonst büßt ihr es. Gedanken wahrnehmen. Können wir tun mal Gedanken lesen. Wir brauchen 9. Ja, scheiße, Mann. Ach, fick dich. Oi, aufhören. Okay. Das eskaliert quickly. Ja, wir müssen noch die Leiche verstecken, oder?
scheiße, wenn hier jemand kommt, Alter. Scheiß Käfig hier auf. Da macht es halt auf, Schloss knacken. Was ist mit dir? Oh Gott! Okay, ja, das schaffen wir schon. Wieder würfeln. Dürfen wir es knacken oder nicht? Ja, Glück hier. Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face. It seems your actions have earned you an enemy. Weil du gewohnt bist, wenig zu essen, oder? Deine Taten haben. Oh oh. Cutting to the chase. Ich esse doppelt so viel wie du. Okay, das wusste ich nicht. Bei mir ist so, wenn ich wenig esse, dann gewöhnt man sich irgendwie dran. Und wenn man viel isst, frisst man immer mehr. Ist doch nicht schlimm, oder? Du schreibst das so, als ob das schlimm wäre, wenn man nicht mehr viel essen kann. Ich würde mir das wünschen. Oh, scheiße, Mann, jetzt haben wir hier Stress. Was kommt das eine nach dem anderen? Lol. Man denkt halt, hoffentlich ist noch alles heile. Ja, ich bin stark gefährdet, was Magen- und Leberkrebs angeht. Also ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt da... Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast jetzt Schiss, dass irgendwas nicht passt, aber... Das mit dem Essen schwankt halt auch. Mal mehr, mal weniger. Je nach Temperatur, nach Wetter, nach allem. Also, keine Ahnung, bei mir ist das auch unterschiedlich. Je nach Tabletten, je nach Medizin, nach Temperatur. Also das schwankt enorm, was ich esse. Hätte ich wegmachen müssen, ja, aber ging halt nicht. Ey, das mit dem Schlechtwerden habe ich seit 2 Wochen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe gesagt, ich bin die letzten 2 Wochen täglich mit ganz viel Übelkeit und starker Migräne aufgewacht. Das habe ich auch. Das kann sein, dass es diese scheiße Wetterkacke ist. Erstmal 40 Grad und jetzt ist es wieder kühler, was auch gut ist. Aber ich habe auch gehört von mehr Leuten, dass ihnen richtig übel war. Ich hatte so ein bisschen rum erzählt hier. Im Real Life und die haben gemeint, sie haben von vielen Leuten gehört, dass es mit aktuell so komisch ist. Sogar selbst junge Leute, die Sportler sind, gehen zum Arzt, weil ihnen schlecht ist auf einmal, so random. Ich habe gedacht, okay. Okay. Weiß ich nicht. Also darf dir halt auch schlecht sein, schätze ich mal. So. Irgendwie. Ich kann nur sagen, was ich gehört habe. Das hat nichts mit Geimpften zu tun. So. Ja, okay. Ich hätte doch einfach schießen sollen. Ich schaff den halt nicht mit dem einen Zug hier. Oh Gott, jetzt haben wir wieder was getriggert bei Tau, Alter. Können wir das Impfthema nicht lassen? Immer ist einfach schlecht und fertig. Und in den letzten 2 Wochen waren mehr Leuten schlecht. Und wir hatten eine Temperatur von 40 auf 20 Grad.
kann sein, dass es das Wetter ist, kann sein, dass es der Mond ist, kann alles sein. Egal ob geimpft oder nicht geimpft. Weißt du? Ich weiß, dass das sehr triggert und deswegen ist es doch egal eigentlich. Einfach skippen. Genau, und deswegen. Wetterfühligkeit ist anscheinend krass. Ich habe doch erzählt, Jens, dass ich immer so krasse Migräne hatte und auch richtig dieses Game Sickness. Ich hatte das jetzt ein Jahr lang gar nicht mehr, nur ganz bisschen. Und seit 2 Wochen, jeden Tag, wache ich mit Fettmigräne auf, mir ist schlecht, mir ist übel. Ich kann mich immer übergeben und ich komme auch so gar nicht irgendwie vorwärts. Es kann doch, kann das Wetter dann sein, oder? Was meint ihr? Der bleibt einfach da, oder was? Ja, lass mal halt die hier. Guck mal, was passiert. Das Gute ist, wir können von hier aus einen Kampf führen. Ja, also es ist halt schon seltsam. Es kann schon sein, dass das Wetter ist. Weil diese Grundübelkeit ist einfach ekelhaft. Das mit Migräne ist besser geworden, aber diese Grundübelkeit ist noch da geblieben. Das ist halt sehr, sehr strange. Hallo, Teachi. Guten Morgen. Wer bist du denn? Willkommen. Willkommen auf Kick. Ich weiß nicht, ob man dich kennt, aber moin. Schau mal Discord. Achso, das ist der falsche Account. Humble Bundle, Sim Racing Bundle, Seite besuchen. Okay, die habe ich halt alle schon. Aber ja, okay. Was kostet das? Was muss man da machen? Hast du die meisten nicht auch schon? Für 10 gibt es 7 Racing-Titel. Okay, cool. Cool, cool, cool. Aber ich glaube, Jens, das ist einfach nur gerade so von dem Wetter her. Mir ist auch jetzt wird immer mehr schwindelig. Nur Assetto. Also das habe ich, das habe ich und das habe ich. Bei dem hier kannst du halt, da musst du halt viele Zusätze kaufen, bei dem ja Ultimate, das geht gar, mit der Automobil gut geht. Aber wenn du nichts davon hast, hol dir halt. Und die du doppelt hast, die verschenkst du halt. Deinem Schurkenkumpel. Ich weiß nicht, was R2 ist und ich. Und Nesca spiele ich nicht. Aber ja, ist ein tolles Angebot, falls jemand will. Anscheinend bei Humble-Dings da. Noch nie was da geholt, aber anscheinend ist das da immer. Ist immer schöne Preise. Ich würde hier am besten liebsten bleiben, ne? Komm, wir bleiben hier und warten, bis die reinkommen. Fertig. Ach, Airfactor, ja, das habe ich auch schon. Das hat. Airfactor 2 ist ja 100 Jahre alt. Ach so, ist das Zeichen? Ist das Airfactor 2 Zeichen? Hier. Habe ich auch. Ist altes Spiel. Schlimmere Grafik als iRacing. Aber hat ultra geile Mods und du kannst alles wirklich spielen. Ich kannte das Zeichen gar nicht mehr. Also du kannst wirklich so mit Mod-Launcher kannst du Sachen installieren. Jede Season von jedem Ding, was es auf der Welt gab halt. Oder gibt. Und wird noch aktuell noch gespielt, auch Weltmeisterschaften alles. Sehr, sehr stark. Aber ja, muss man halt mögen. Es ist ultra realistisch und sehr, sehr stark. Und ich glaube auch Automobilista 2 basiert auf der Airfactor Engine. Hat ja eine der besten Engines, die es gibt, die Simulationen. Dingsbums.
Nein, nein, nein! Okay. Wir müssen nochmal laden. Okay, Jungs. Ich weiß nicht, wann wir laden müssen, wir müssen nochmal laden. Die Trommel ist gefährlich. Wir dürfen keinen entkommen. Keiner darf dem anderen was erzählen. Wenn ich jetzt wieder Ding... Ja, okay, wir müssen früher laden. So eine Scheiße. Okay, wir müssen die Trommel kaputt machen. Ach, hier bin ich. Your illithid power is beyond reach until you rest. Oh, das war das mit den Gedankenscheiße, gell? Was ich verloren hatte. Oh, jetzt gewinne ich. Cuphead kenne ich ja. Habe ich gesehen, hat mir gar nicht gefallen. Also, das ist so Comic, so mit Disney und so, ganz uralt. Sah nett aus, aber... Hat ja Kopfschmerzen nach 2 Minuten Zuschauen. Der Ranga redet besser nicht über eine Taube. Ich hätte die Minatra ausliefern sollen, aber es ist so eine hübsche kleine Taube. Aus wie ein Disney-Film, genau, mit. Genau, so wie früher. Gefangene unterschlagen, das wird euer Boss gar nicht freuen. Oh, jetzt wissen wir halt was über ihn, ne? Schluss mit Gequatsche, Käfig aufmachen, sonst büßt ihr es. Oha. Was? Nein, tue ich nicht. Es ist Mintara, egal, was ihr sagt. Pah, nehmt ihn doch, wenn ihr euch so wichtig ist. Für euresgleichen singt er bestimmt auch nicht. Blöder Kerl. Hier, der Schlüssel. Die Taube gehört euch. Wie easy man es mit Ding klären kann, ne? Wenn der Game Master gönnt, der Wichser immer. Haha, sieh an, ich bin gerettet. Wie schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen unter solch... Der Kunde von euch heldenhaften Rettung meiner Person wird sein Alter überdauern. Bringt euch in Sicherheit und zwar schnell. Ihr wisst doch noch, die Zeitalter überdauert. Gold, ihr schuldet mir was. Sollen wir das machen? Vielleicht treffen wir irgendwann, dann muss er uns einen Gefallen tun. Pah, was ist schon ein bisschen Metall unter Verbündeten? Ich setze noch eins drauf. Sag mir, wo wir uns treffen können, wenn wir uns Joch des Goblins abgelegt haben. Und ich biete euch viel mehr als Gold. Wissen, meine Liebe ist unbezahlbar. Ach du Scheiße, der Typ. Aber weiß er vielleicht hier was? Hier sitzt da schön in Apache, seid ihr gefangen worden, das Joch abgelegt. Ich suche keine weiteren Begleitungen. Oha, den könnten wir mitnehmen als Begleiter, der ist doch bestimmt nervig, oder? Sucht mein Lager auf, dort reden wir, wenn wir sicher sind. Boah, den können wir als Verbündeten nehmen. Was ist denn das für einer, für ein Skill? Also für ein Char. Sollen wir den ins Lager schicken und den nachher anschauen? Als Verbündeten? Aber wir fragen nach auf jeden Fall nochmal aus. Mit Absicht, meine Liebe, am besten lernt man Leute kennen, indem man bei ihnen lebt. Als Gefangener, okay. Das Experiment war sehr ausschlussreich. Ich teile euch gerne meine Ergebnisse mit, wenn wir irgendwo ungestört sprechen können. Das Joch ablegen, wie wollt ihr das anstellen? Was heißt denn das eigentlich, Chat? Das Joch ablegen. Ist es irgendein Gebet? Ist das ja auch der Penis? Was ist damit gemeint? Das Amt ablegen? An
mit meinem Unsichtbarkeitsrang, meine Liebe, das ist nicht ganz so raffiniert wie eure Methoden. Wird seinen Zweck aber erfüllen. Ja, Knochenjochen. Such mein Lager auf, dort reden wir. Okay, komm. Wunderbar. Bald, meine Liebe, bald. Teilen wir einen Krug voller Wein und Geschichte, voller Wagemut. Ich verschwinde, wenn die Luft rein ist. Bis bald, meine Liebe. Wie schön, bald mehr von euch zu erfahren. Cool, Mann. Jetzt haben wir es ohne Kampf geschafft, das. Sowas wie sich befreien. Ja, schon irgendwie, gell? Ja, ich denke, also ich hab's auch. Ja, Headset ist gut. Leck mich, Angst schon niedrig. Ich hab's so auch so verstanden, so im Kontext ein bisschen, ne? Kann sein, oder? Ich glaube, sich befreien, ja. Knochenjochen. Wieder mal kurz tauschen, weil mehr als ein, zwei Stündchen gönnt es nicht. Der Schmutz! Was hilft mir über diese Zeit hinweg? So, weiter geht's. Gut, wir müssen halt noch die anderen Bosse besiegen. Aber wir müssen dieses Nachtlied suchen. Nachtlied, kann das der Druide sein? Also erstmal würde die ganzen Trommeln hier kaputt machen. Kriegstrommel? Sind die böse jetzt oder sehen die mich? Ist dein Ding, wird nicht von allen und... Was? Was mit ihr? Achso, komm, Quatsch, können wir die wegschicken? Verzieht euch! Okay, die ist gerade da. Okay, wir können die nicht kaputt machen. Gut, gut, gut. Was ist er doing? Wer ist das? Blutiger Schrein. Hi, was wär's das? Der hat jetzt Schaden genommen, der hat nicht mehr volles Leben. Seid gegrüßt, Kind. Ich treffe hier sonst eher Goblins. Ah, ihr seid gekommen, um beim Gefangenen zu assistieren. Was meint ihr? Ich bin nur zufällig hier. Ihr meint... Ich meine, gut, nicht, dass wir den Gefangenen befreit hätten, aber... Ja, okay. Was meint ihr? Ich wurde um eine Demonstration meiner Techniken gebeten. Ich lebe für den Schmerz und seine Vielsichtigkeit, müsst ihr wissen. Doch leider sind und bleiben diese Goblins roh und primitiv. Schmerz ohne Sinn ist eine furchtbare Sache. Meint ihr nicht auch? Fragezeichen. Können wir den irgendwie auch loswerden oder so? Oder mit uns ziehen? Wie abstoßend? Wer hat euch eingeladen? Ein Goblin? Warum schlagt ihr euch? Wie abstoßend? Nee, wir müssen irgendwie auf unsere Seite kriegen. Der hat euch eingeladen. Okay, fragen wir mal. Ja, von ihm gleich nebenan. Unter uns, mit seinen Behauptungen vom Meisterschaft, ist es nicht weit her. Schmerz sollte intim und liebevoll zugefügt werden. Nicht grausam und brutal. Doch er... Vergebt. Aber euer Blick, ich muss etwas Furchtbares zugestoßen sein. Ja. Kluger Mann, woher wisst ihr das? Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich diesen Blick ebenfalls. Meine Liebe. Hat der auch die andere getroffen, oder was? Wir haben in diesen finsteren Zeiten alle gelitten. Kein Wunder, dass ihr die Namen von Schmerz und Leid tragt. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, bitte lasst mich diesen Schmerz lindern. Alleviate this pain. Komm, ich lasse mich anfassen. Ich brauche keine Erinnerung, danke. Und wie soll das gehen? Warum seid ihr so erpicht drauf? Wie soll das gehen, Digga?
Die Gemeinde der Schmerzen, die Göttin Loviata, uns lehrt, durch Buße erteilt, durch meine kundige Hand. Meine Arbeit gewährt einen Frieden und eine Gelassenheit, die nur wenige je erfahren dürfen. Es lohnt sich, versprochen. Okay. Go ahead. Nur zu, gewiss, braucht ihr ein wenig Buße. Oh, Schatten, ihr habt es drauf. Das ist dann schon die zweite Person, die wir uns an... Also, die uns anfestern. Berühr mich und ihr verliert eine Hand. Nee, wir lassen uns anfassen. Wir mögen das. Na schön, warum nicht? Ich habe etwas Exquisites im Sinn. Loviata und ich möchten wissen, wie ihr mit Schmerz umgeht, meine Liebe. Und wenn ihr gefällt, gibt sie euch gewiss ihren wunderbaren Segen. Vertraut mir. Dreht euch einfach zur Wand und wir beginnen. Oha. Jetzt geht's los. Face the wall and let me fuck you. Let me, also, ja, ich verstehe schon. Weit nächsten. Yes. Ja, das ist das Richtige. Was zum Fick hat der vor, Digga? Oh, aua! Der Schmerz, den ihr erleidet, reinigt euch. Kämpft nicht dagegen an. Was sehen wir hier? Konstitution versuchen, die Schreie zurückzuhalten, auftreten, laut und dramatisch schreien, um Gnade fliehen. Kommt schon, jedes Kind kann härter zu... Oha. Chat, was meint ihr? Wir versuchen, das zu erwürfeln. Kommt. Schau mal, ob der Game Master vielleicht gönnt. Game Master, gönn, Digga. Wisst ihr was? Wenn er nicht gönnt, dann muss ich dem Game Master das zeigen. Dann muss ich ihm meine neue Epilepsie... mein neues Epilepsie-Screen-Dingsbums zeigen. Ja? Da, Tick. Also das ist zu viel, ja? Also wenn der Game Master nicht gönnt, dann schicke ich ihm ein Video mit dem. Eine CD. Also, was zum Fick passiert hier eigentlich? Kommt, probieren wir. Game Master sagt, du sollst dir eine Gurke in den Po schieben. Lecker schmecken und danach knabbern, oder? Wir brauchen eine 10. Ja, klar. Bei Schmerz und Leid schaffen wir es. Game Master gönnt. Oh Gott, wenn der uns tötet, Alter. Haha, ihr wollt mehr? Gerne doch, meine Liebe. 6 Schaden haben wir schon bekommen. Laug sie nicht allzu sehr aus, Biester. Ich brauche sie vielleicht noch. Vorher jetzt? Boah, 19. Haha, wunderbar. Einfach wunderbar. Einschüchtern. Ihr seht geschafft aus. Soll ich übernehmen? Digga. Ich glaube, wir machen das. Ich will aber nicht sterben hier. Komm, wir probieren nochmal. Das ist ein Zitat aus einem Thailand-YouTube-Channel-Videotitel. Game Master sollst du... Ja, ach so, okay. Jetzt dann, verstehe ich. Ich dachte, das ist ein Zitat von den Prank Bros. Weil ich kenne den Game Master nur mit den Prank Bros. Wir müssen mal alle Prank Bros voneinander anschauen und danach geben wir uns alle einen Kopfschuss. Wie hoch wir würfeln, Alter. Fuck. Haha, wunderbar. Wollt ihr mehr? Ihr sollt es bekommen.
give it to you. Not the worst. Keine schlechte Technik, Priester, begeistert und schwungvoll aus dem Handgelenk. So ist recht, heißt den Schmerz willkommen. Lasst ihn Teil von euch werden. Digga. Sollen wir das, wie weit treiben? Kann man das treiben? Ist man tot oder was? Ja, wir haben sie eh. Also die Zahl 5 erreichen wir doch locker. Lol, jetzt sind die so hoch, die Würfe. Wir haben sonst meistens 1 oder sowas. Aber wenn wir geprügelt werden, dann ja. Hahaha, hoffentlich ist das ein Versprechen, meine Liebe. Wir haben noch 16 Leben. Noch 9. Liebes Kind, ihr habt den Schmerz ertragen. Wie eine wahre Gläubige. Ich bin stolz, euch dieser Buße verholfen zu haben. Ich hätte viel härter zuschlagen sollen. Ihr hättet viel härter zuschlagen sollen. Es war eine interessante Erfahrung. Danke, es war mir eine Freude. Tilan. Ja, das ist wie Prank Bros, wo Unge und Mimi ewig glaubten, dass es ein Content sei. Real. Ja, und durch Unge 2019 habe ich die erst kennengelernt, die Prank Bros. Aber die sind wieder da. Richtig, richtig krass trainiert und machen krasse Videos. Oder Game Master immer sie anruft und Streiche spielt. Ja, deswegen sage ich, wir müssen uns das anschauen. Wir müssen mal so ein Prank Bros Abend machen. Schaut es euch nicht an, wir schauen zusammen an. Die sind wieder da, voll krass durchtrainiert. Marvin, Arvin, keine Ahnung, wie die alle heißen, aber da sind sie im Wald und müssen Aufgaben für den Game Master erledigen und sowas. Gamer wollen uns alle vergewaltigen. Ja, ich hoffe nicht. Das Schwein! Ja, die Videos sind noch schlechter als früher. Die sind jetzt sogar noch schlechter. Aber jetzt, wo man weiß, dass es so Getrolle ist, machen die es halt mit Absicht, weißt du? Und sie grüßen sogar Leute in dem Video. Deswegen sagen sie, schreibt in die Kommentare, dann werdet ihr von uns zufällig gegrüßt. Aber die Leute machen es halt und feiern es, weil es einfach dumm ist, ne? Ihr wisst ja, den dümmsten Content, der wird gefeiert. Deswegen sind wir auch nicht erfolgreich, weil wir haben nur serious Content hier. Während Voodoo gegen den Butcher gerade kämpft hier. Welche Kamera ist denn das? Kann ich hier umschalten? Ah, das geht wohl nicht. Okay. Er hätte viel härter zuschlagen sollen. Komm, wir tun dir nochmal so ein bisschen demütigen, den Wichser. Ihr klingt allmählich wie die Göttin selbst, meine Liebe. Yes. Luviata selbst fand euch inspirierend. Sie findet euch ihres Segens würdig. Halt uns wieder? Was macht der, Digga? Und noch etwas Persönliches. Danke! Das war wirklich göttlich. Die Wahrheit. Was hat der mit uns gemacht? Ladenloser Kuss, Schatten, Herz ist inspiriert. Er haltet 30 Inspirationen zum Ansehen P drücken. Okay, das hat nie diese Taste gedrückt. Mensch, Jens, meinst du wirklich? Was ist, wenn er jetzt anruft hier? Und dann so macht der Game Master. Dann freuen wir uns alle. Yes, this is perfect. Yay! Du bist Soldat. In den Taktiken. Was das passiert hier eigentlich? Ach, er macht den gleichen Scheiß mit ihm. Aber der hat gesagt hier, mit P.
Wenn ein Charakter eine Aktion ausführt, die sie zu seinem Hintergrund passt, so erhält die Erfahrungspunkte und Inspiration. Inspiration kann eingesetzt werden, um einen Attributwurf zu wiederholen. Schließe Hintergrundziele ab, um mehr Inspiration zu halten. Inspiration kann eingesetzt werden, okay. Es sind bis zu 4 Inspirationen gleichzeitig möglich. Darüber hinaus kann durch Erreichen von Hintergrundzielen nur Erfahrung erworben werden. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall mal heilen hier. Gut. Okay. Unser Ziel ist immer noch, die Anführer zu töten. Wir müssen schauen, dass wir hier... Wir haben jetzt schon den Typen befreit. Wir haben mit ihm gequatscht. Unser Ziel ist, die Anführer zu töten, ohne dass wir erwischt werden. Und wir müssen irgend so ein Nachtkleid finden. Oder Nachtlied oder sowas. Aber warum ist dieses Ding hier? Wie machen wir das mit den Anführern? Ich würde gerne den Druiden finden. Da unten. Oder warte, lass mich mal mit dem anderen Anführer reden. Lass mich mal kurz mit dem quatschen. Was ist denn mit dem Hohepriester hier? Ihr seid was Besonderes. Die Absolute hat euch berührt, nicht wahr? Auch Priesterin Gut muss euch berühren. Steckt den Arm aus, damit ich euer Fleisch kennzeichnen kann. Warum soll ich Brandmarken lassen, dieses mit einem Zweck haben? Ich lasse euch doch nicht einfach so auf meinen Mahl ewigen Fleisch brennen. Ich bin hier, um eure Gedärme auf dem Boden zu verteilen. Naja, ich glaube, es ist nicht so gut. Sie sind so nett, also... Ja... Warum soll ich mich brandmarken lassen? So erkennen die Gläubigen einander sofort und niemand kommt euch dumm. Außerdem ist es magisch aufgeladen. Normale Leute können es nicht sehen. Nur wir, die Absoluten. Außerdem ist es... Achso, folgen. Seid ihr bereit? Wappnet euch. Er schmerzt. Ja, komm. Wir machen einfach alles mit. Digga, was wir schon gemacht haben mit ihr. In den Handschuh rein. Boah, durch den Handschuh durch oder was? Also der Schmerz, den Gedanken verwirrt, verstrickt oder sich geister sich. Ein vertrautes Gefühl. Sie hat auch einen Parasiten. Sie hat auch einen Parasiten. Der Tempel versinkt in Dunkelheit und in einer Stadt siehst du einen Goblin-Priester, die Anweisung von einem gut aussehenden jungen Mann erhält. Einer der Auserwählten. Ach, das ist der Typ da. Den wir gesehen haben mit diesem Ding. Die Vision löst dich auf. Du siehst den neuen Tempel und Goblin-Priesterin. Das ist der Typ, einer von diesen Typen, die da standen, die wir gesehen haben, als wir in den Tempel rein sind, die mit diesem einen Artefakt dann weg waren. Tief in die Gedanken vordringen, komm. Ihr Glaube durchflutet dich, eine Welle bebender Ekstase. Ihre Larve nistet in dieser Manie, sicher verborgen. Ich spüre, wie ihr darin herumgrabt. Das funktioniert in beiden Richtungen. Ich habe gerade ein paar sehr merkwürdige Schatten in eurem Kopf gesehen. Vielleicht kann ich helfen. Wir wahren Seelen müssen einander helfen. Okay, geil, Mann. Also die Unterhaltungen sind sehr wild gemacht hier. Meint ihr, was immer diesen Schatten bewirkt, könnt ihr wieder hinkriegen? Ich habe eine Kreatur im Kopf, da könnt ihr was machen. Ich wüsste, wenn der Schatten braucht einen Heiler, können wir unter vier Augen sprechen. Die Angelegenheit ist delikat. Ja, okay, jetzt könnte man sagen, ich kann sie locken, dann kann ich sie töten, aber alleine schaffe ich sie ja nicht. Boah, was meint ihr, Chat? Was machen wir? Was meint denn Tiachi? Unser neu dazugekommener. Und so hoffentlich auch schon wieder despawnt und weg. Okay, er hatte die Chance, er ist nicht mehr da. Besser ist das für uns alle.
Was meint ihr, Jane und Tau? Also, das mit unter vier Augen sprechen ist, glaube ich, blöd. Wir können eh nicht gegen sie. Ich wüsste jede Hilfe zu schätzen. Ich brauche einen Heiler. Ich habe eine Kreatur im Kopf. Könnt ihr was daran machen? Was meint ihr? Immer diese Schatten. Wir könnt ihr wieder das hinkriegen? Irgendwie tun wir sie ja jedes Mal fragen, ne? Also erstmal wegen Schatten fragen wir sie. Dann Kreatur im Kopf fragen wir sie und jede Hilfe. Heiler immer gut, ja. Okay. Mama. You've come to the right place. Ihr seid am richtigen Ort. Mit dem Willen der Absoluten kriege ich alles wieder hin. Wir kümmern uns in meiner Kapelle darum, da sind wir unter uns. Das geht nur wahre Seelen was an. Und wir haben irgendwas aktualisiert bekommen. Okay, jetzt tun wir sie anscheinend isolieren. Von den anderen. Wenn keiner mehr nachkommt, kommen unsere nach. Wer sind denn unsere Leute? Wo sind die denn, Alter? Sind die immer noch da? Ja, kommt doch mit. This way. The fuck? Wieso sind sie nicht mitgekommen? Warum darf der Montor eigentlich seit Stunden immer noch glücksspielartig Random Skins gewinnen? Ich dachte, das ist jetzt verboten. Ich habe mich so gefreut, diesen Müll nicht mehr zu sehen. Also ich könnte es dir erklären, aber willst du es wirklich wissen? No time to rest. With haste. Bitte mach die Tür wieder zu dann. Jetzt ist die Naja, einfach kurz gesagt, dass es kein Glücksspiel ist, weil es versteckt ist in einem Spiel oder so ein Scheiß. Weil du ja machst ja. Du kaufst die Kisten, du kaufst den Schlüssel und irgendwie. Natürlich ist es Glücksspiel und alles der gleiche Kack, ich weiß es auch, aber es ist halt, ne, es ist halt wie es ist. Es ist verstecktes Casino unter einem Spiel und mit Keys und was weiß ich. Ich habe ein neues Hobby und gehe seit Tagen in Pusti und demonstrieren für keine Sexarbeit auf Twitch. Okay. Klingt interessant. So, jetzt haben wir sie hier alleine und unser Ziel ist, sie zu töten. Hier ist eine Tür? Anscheinend führt die nach außen. Aber erstmal quatschen mit ihr, schau, vielleicht kann sie uns ja helfen. Ready to clear your head. Bereit für euren Kopf zu reinigen? Was wollt ihr genau tun? Landet, ich werde euch töten. Naja, erstmal. Was immer die Absolute mir sagt, keine Sorge, sie liebt. Sie liebt euch, das weiß ich. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt schon mal isoliert. Könnten sie locker töten jetzt. Wenn sie keine Hilfe rufen kann. Naja, natürlich tun die krass bannen. Ich hab letztens gestern ein paar Screenshots Dave geschickt, was so in Chats gebannt wird. Ist schon sehr, 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 sehr interessant. Ich bin halt froh, wenn was da steht. Aber wenn Leute im riesen Chat mit 5.000 bis 10.000 Zuschauern gebannt werden, wegen jeder Kleinigkeit, die nur so ein bisschen realistisch ist oder gut gesagt wird oder überhaupt, kannst du da nichts machen. Die sollen froh sein, dass was drin steht, weil die meinten heute auch wieder, danke Chat, weil ohne Chat wäre dieser Stream gar nichts.
dann denke ich mir immer, okay. Okay. Der Chat fließt so schnell, man kann gar nicht lesen. So, nun gut, ich bin bereit. Wahle Seele, gut, ich will keine Gaffer. Alle anderen müssen gehen. Das ist scheiße, Alter. Sollen wir sie töten? Ready to clear your head. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. My faith will guide me. Ja gut, wir haben ja gespeichert, wir können ja schauen. This way. Wir können auch mal laden, wenn es sein muss. I've got a long road ahead. Ready to clear your head. Schlau, ihr müsst euch nur der Absolution öffnen, den Rest mache ich. Psionische Fühler tasten euch im Verstand, die Finger eines Taschendiebs, der nach Lücken im Stoff sucht. Ihr gestatten sich, deinen Geist gegen Eindringen versichern, natürlich gestatten sie. Sie gelangt tiefer und sieht, wie der Gedankenschinder eine zappende Larve an dein Auge hält. Und dann schlägt die Vision um, du siehst durch ihr Augen, wie eine Larve in ihren Schädel eindringt. Alle Höllen, wir müssen das Ding rausfischen, bevor es wichtige Teile des Hirn wegfrisst. Ich bin noch... Ich bin noch bei Trost. Ich finde eine andere Möglichkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eurem Kopf auch ein Parasit zappelt. Machen wir mal das. Nein, euer Gehirn ist schon in Mitleidenschaft gezogen. Ihr habt Halluzinationen und hört ihr auch schon Stimmen? Bauen wir mal, hol es mal raus. Keine Bange, ich habe, was ich brauche, um euch wieder hinzukriegen. Kann natürlich etwas hässlich werden. Ach du Scheiße. Was für einen Plan habt ihr denn genau? Ihr müsst ihr auf die Absolute... Ja. Scheiße Absolute, Alter. Ja, mach mal. Gut, ihr werdet es nicht bereuen. Also wahre Seele, wisst ihr doch, dass die Absolute nichts und Unreines berühren möchte. Also trinkt dies, es wird euch reinigen. Hey, wir sind wieder im anderen Raum anscheinend. Rettungswurf gescheitert, Arkane Kunde. Egal, trinken. Wir sind wieder wo mehr Leute sind auf einmal. Wisst ihr, hier sind Leute andere auf einmal. Trink. Ihr hättet es einfach machen können, jetzt nicht mehr. Ich reiße euch in Fetzen. Ach, die wusste, dass ich sie töten will? Okay. Okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Wären wieder zu viele geworden, glaube ich. Wir nutzen einfach jetzt die Chance. Wenn wir schon ein Spiel haben, wo wir laden können, machen wir einfach. Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can... Achso, ja, komm, wir töten. Ready to clear your head. The Absolute will protect me. Beschütze mich. Ihr habt keine Chance. Bitte nicht die anderen rufen. Okay, 75%. Mal drauf. Fehlgeschlagen. Okay.
Boah, die hat 40 Leben, oder das Level 4. Das sind alle 3. Jetzt holt sie Hilfe, oder? Wir dürfen sie da nicht rausgehen lassen. Boah, Alter, schau, was für Schaden die macht. Okay, einer zumindest kommt. Boah. Okay, okay, aber... Alter, was für... Schau mal, was für AOE die gemacht hat. Nochmal zu mit Finte. Wir sind alle so am Arsch, ey. Wenn wir jetzt nicht heilen gleich. Der Mag hat nur noch 7 Leben, ey. Fehlgeschlagen. Okay, wir müssen es. Sollen wir es riskieren? Der hat nur noch 9 Leben. Wir können die maximale Fire und maximalen Output nehmen, dass sie stirbt. 1, 2, 3, komm. Dann haben wir es aber nicht mehr für die anderen. Wollte ich eigentlich noch zu sagen. Okay, das Ding ist, wir müssen uns halt gleich heilen irgendwie. Ich habe diese Stapelteilen, ja. Stapelteilen. Also der Magier braucht Safe. Sie kann sich, glaube ich, selbst heilen, aber wir geben es mal den anderen. Wo ist denn das dritte? Ich hab's doch... Ah, hier. Oh. Kommen von hinten auch welche? Nee, oder? Ich würd hier bleiben und immer wenn jemand reinkommt, würde ich versuchen, den zu töten. Solange jetzt nicht die ganze Anlage kommt. Boah, ist denn hier irgendwo die... Okay, es sind 5. Ist denn irgendwo eine Trommel hier? Hochgespürte Windstämme abchecken, ob nicht gleich wieder halber Tsunami abgeht. Ja, mach das. Okay, jetzt sind wir ein bisschen in einer anderen Lage hier. Ich gehe mal hier kurz zur Seite. Okay, jetzt haben wir wieder einen. Hexenmeister. Okay. Digga, die buffen sich alle. Okay, der hat sich von der Seite... Okay. Die tun uns wieder surrounden hier, die Wichser. Wir müssen den Hexmeister wieder loswerden. Das ist der Schlimmste. Aber wir müssen uns aber auch kurz heilen, glaube ich. Stehen die zu zweit hier? Kann ich hier AOE machen? Stehen sogar zu dritt fast? Ja, komm, wir machen AOE auf die. Fall by my hand. Leider können wir uns dann nicht mehr heilen. Jetzt müssen wir uns hier in die Ecke stellen, oder? Mit der nicht auch noch trifft. Da ist sogar einer umgefallen. Ist geil, oder? Richtig geil, Jens. Super Gefühl. Lieber so, als wenn es scheiß heiß ist.
Oh, meine Maus ist leer. Meine Maus ist leer. Letztes Mal, als das passiert ist, bin ich in Diablo gestorben. Ja, die hält ja nur noch gar nichts mehr. Aber gespeichert, ich weiß gar nicht. Denk schon. Okay, Zug beenden. Let's finish this. 4 von 7. Hexenmeister hat's auch erwischt. Ein bisschen. Ich will aber eigentlich nicht da raus. Wir haben noch 17 Leben. Ich glaube, wir gehen jetzt noch voll auf Offensive hier. Person bezaubern. Lässt eine Kreatur mit aus deinen Händen faulen. Ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet. 2 bis 7. Das Level 1 müsste ich eigentlich töten können damit. Your time is come. Ja, komm, jetzt macht der... Hey, mach doch einfach noch Schaden. Wahnsinn. Kann doch nicht sein, oder? Wegen einer HP müssen wir uns jetzt mit der wieder ab,